Schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 33 am Start. Systemstreuner sitzt hier oben in seiner Bar. Kontrolliert alles, schaut, dass alles läuft. Und das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gerade noch gemacht. Gut. Ja, das war in der letzten Folge viel Mikromanagement. Da noch ein bisschen was klicken, hier noch was klicken. Es ist ein bisschen hektisch. Ich möchte ja, dass das alles schön läuft. Unsere Polizeiautos sind da, das ist schön. Unser Knast ist fast fertig. Wie sieht's denn hier aus mit den Verbrechen? Ja, also das Gericht hat gerade nichts zu tun. Polizeirevier hat gerade nichts zu tun, vermutlich. Sind hier jetzt schon einige verjährt, weil in der letzten Folge habe ich hier viel mehr gesehen. Hoffen wir, dass davon noch jemand einfahren kann. Haben wir schon Waisenkinder? Haben wir auch noch nicht. Okay. Wir brauchen Personal. Es kann sein, dass die jetzt erst noch hier ein bisschen lernen müssen. Hey, da steht ein Busbahnhof. Gehen eben auf die Forschung ein. Sehr gut, da machen wir gleich weiter. Wir brauchen das Verteilungsbüro. Dann können wir hier richtig strukturiert liefern. Und dann haben wir auch nicht mehr die Engstelle mit dem hier da oben. Wobei, gerade sind sie anscheinend komplett fertig. Außer ich habe den Auftrag in der letzten Folge nicht wieder richtig angemacht. Doch, der ist an. Okay. Dann sind sie wohl durch. Die Forschung läuft. Die Schule ist gut gefüllt. Unser Buschen macht die nächste Leerfahrt. Der eine tut mir jetzt nicht weh. Der soll pendeln. Sobald die anderen auch da sind. Also sobald Personal da ist, pendeln sogar zwei schon. Haben wir doch vier gekauft. Ja, zwei sind auf der Strecke und zwei stehen im Depot von mir aus. Aber wie sah die Linie jetzt nochmal aus? Okay. Das scheint wohl ein Bug zu sein. Also dass die bei der Linie hier so darstellen, als wenn der Bus da durchfährt, wo er nicht durchfahren darf. Schnappen wir uns mal eben den einen Bus, der fährt, oder einen dieser zwei Busse hier. Wie sieht bei dem die Linie aus? Auch so. Aber da sitzen doch Schilder hier. Da sitzt doch das Schild. Der Bus darf da nicht rein. Okay, dann ist es halt eine falsche Vorschau. Aber sie fahren richtig, das haben wir gesehen. Da gucken wir aber gleich auch nochmal. Der andere Weg ist auch fertig, dann könnt ihr hier jetzt auch anfangen. So. Das ist erledigt. Wie sieht es mit unseren Baustellen aus, dass die Industrie anfangen kann? Mir ist auch klar, wir haben gerade noch kein Personal, aber wäre auch schade, wenn wir es hätten und die nicht könnten. Ja, das ist noch alles hier. Ich glaube, den da müssen wir auch noch hoch priorisieren. Die Abwasserleitung, ja. Wir haben doch nur die Frischwasserleitung hier priorisiert, das da. Und hier. Da muss auch noch die Prio dran. Geht's hier schon weiter? Nein. Aber das wird auch ein längerer Prozess, deswegen machen wir hier auch mal noch die Prio hoch. Auch wenn wir es jetzt nicht explizit für den Start brauchen, aber es braucht einfach ewig, bis die Brückenbauteile gebaut sind und wir zur Industrie 2 und 3 hinkommen. Ich denke mal, wenn das Ding gebaut ist, dann werde ich erstmal hier schön den Weg nach Teheran. Was macht unser Gefängnis? Da kommt Personal rein, da kommt Material rein. Ja, alles für einen Bauschritt ist da, es muss nur genug Menschlein da sein. Wir haben sogar drei Kräne drin. Wir haben September, es wird bald kühler. Wir brauchen jetzt das Personal. Wie war die Bustour? Auch noch leer. Ja, ich sehe hier halt nirgendwo in der Übersicht, wie viele Arbeitsplätze wir jetzt eigentlich so haben. Also, wenn die halt hier alle noch Jobs finden, dann haben wir da zu wenig Arbeiter drin.
Die Frage ist, reguliert sich das bis zum Winter? Also wir sehen von der Auslastung her, da sind schon viele drin. Die laufen alle noch am Busbahnhof vorbei, okay. Oder habe ich da was Falsches gesetzt? Arbeiter dürfen warten, Passagiere nicht und Schüler und Studenten auch nicht. Nein, das passt soweit von der Einstellung. Die müssten kommen. Das sieht okay aus, da haben wir genug drin. Hier haben wir auch genug drin. Das gefällt mir auch sehr gut, dass wir so viele Lehrer haben. Wobei halt, ja, ist halt auch immer Personal, wo woanders dann fehlt. Der Kindergarten ist schon relativ gut ausgelastet. Ja, aber man sieht schon, wenn es hier langsam so richtig voll wird, wir können hier im Klärwerk, da können wir das jetzt runterdrehen. Wir brauchen nicht so viele dafür. Da müssten noch 5 lang für das bisschen Abwasser, was wir bisher haben. Und wenn sie staut, dann sehen wir das. Und hier im Wasserwerk, wir haben genug Wasser auf Vorrat. Da können wir es vielleicht auch runtersetzen, mal auf 5. 5 hätte ich gern. So. Haben wir hier noch irgendjemand, der uns das Personal auffrisst? Feuerwehrleute. Ja, wir müssen das Feuer noch aktivieren. Ich habe ja das Feuer noch gar nicht angemacht. Mensch. Schade, dass ihr mir da nicht Bescheid gesagt habt. Feuer, natürlich, wir wollen, dass es jetzt brennen kann. Unsere Feuerwehr kommt überall hin. Und sie soll löschen. Ja. Aber 17 Leute nicht. Da kommt der nächste Bus. Wir haben immer noch kein Personal. Wie sieht es denn von der Wohnraumdichte aus? Haben wir hier noch Platz drin? Wie viel Platz haben wir denn noch? 2 sind vorne voll. 1 ist hier hinten voll. Ich denke, ich erhöhe jetzt noch langsam hier ein bisschen das Personal mit ausgebildeten Arbeitern, dass wir einfach mal irgendjemand herkriegen, der jetzt zum Heizkraftwerk fährt und da losheizt. Wir wollen ja sehen, dass da jetzt die Wärme hochgeht. Nehmen wir mal nochmal 40 Stück. Vielleicht langt das ja. So. Ja, man sieht jetzt, es wird Herbst. Die Bäume werden jetzt durch das Texturpack hier so ein bisschen so im Herbstmodus sein. Der Knast geht in den Endspurt. Was machen unsere Arbeiter jetzt? Also wenn die frisch einziehen, dann müssen die natürlich hier erstmal alle ihre Bedürfnisse befriedigen. Arbeitsschicht. Geht zur Wasseraufbereitung. Okay, finde ich schön. Arbeitet in der Schule. Hat ein Kind und arbeitet deswegen nicht, oder wie? Ja, der Kindergarten hat Platz, das kannst du schon hinbringen. Wir brauchen jemanden am Busbahnhof. Und irgendwie kommen sie noch nicht. Was macht die Ausbildung? Da kommen sie jetzt natürlich dann auch immer weiter nach, die Mitarbeiter. Fehlender Schulabschluss, da können wir uns auch noch mal ein paar holen. Was sind wir denn hier? Holen wir uns doch mal ein paar Arme. Ja, mir ist klar,
die sind nicht so gut drauf. Die müssen gepflegt werden. Die werden gepflegt. Wir machen die alle heile. Jetzt können wir mal schauen, wie sich unsere ersten Einwanderer hier vorne in dem Block entwickelt haben von der Gesundheit. Ob die jetzt so langsam rehabilitiert sind. Gesundheit. Ja, 87. Also die anderen sind auf 92, die sind auf 87. Das sieht doch gut aus. Und die Frischen, die sind halt wieder auf 46. Wir pflegen und hegen sie. Ja. Ja klar, die kennen ja uns hier auch noch. Das wird schon. Die gucken sich jetzt hier den Stadion an. Die gucken sich das da an. Ja, die schauen, kommen hier vorbei, denken, boah, voll cool. Und dann werden die alle loyal. Das läuft. Ah, jetzt, guck mal, da haben wir die ersten vier Leutchen, die am Busbahnhof stehen. Einer, zwei. Wo stehen die anderen? Jetzt können wir schauen, wie sie die erste Fahrt zur Arbeitsstätte machen. Sobald der Bus kommt, so. Und einmal einladen. Die vier Glücklichen. Hier, wo sind sie denn? Moment, Moment, Moment. Der fährt da rein, ohne jemand einzuladen. Vier Leute warten da und du lädst nicht ein. Was habe ich denn hier verkackt? Busbahnhof einsteigen. Das ist doch der hier. Einsteigen. Wer? Die, wo hier arbeiten, sind Ausbildung normal, ja. Wieso nimmt er die nicht mit? Muss ich arbeiten? Ich habe doch hier die Nummer. Das verstehe ich jetzt nicht. In den Busbahnhof, wir haben 100% Einsteigen drin. Hier dürfen sie raus. Die haben doch einen Abschluss. Machen wir mal so. Und dann hauen wir mal auch die anderen Busse an, dass die alle on Tour gehen. So. Wieso? Und jetzt stehen die wahrscheinlich sich hier die Beine in den Bauch und dann gehen sie wieder nach Hause. Eieieiei. Also irgendwas läuft gerade krumm. Kann es sein, Moment, dass wir hier unseren Fußweg noch nicht fertig haben? Ist das Spiel zu schlau und sagt, wir haben hier keinen Fußweg dran, da kann keiner aussteigen, ich lasse niemand einsteigen? Da gibt es einen Workaround. Jungs, das zählt nicht. Ihr könnt arbeiten gehen, da habt ihr einen Matschweg. Also das wäre ja echt fies. Das Stückchen hier fehlt halt noch. Ja, dann können die nicht aussteigen. Mensch, Streuner. Warum denkst du da nicht dran? Jetzt, da kommt der nächste Bus. Das will ich jetzt sehen. Einen haben wir da, der noch wartet. Die anderen sind schon wieder heimgegangen. Zack, und da gehen die Arbeiter rein. Drei Arbeiter. Die erste Fahrt zur Arbeit. Ja, der nächste fährt jetzt noch leer. Das ist nicht schlimm. Mit dem fahren wir jetzt mal eben zur Arbeit. Wir schauen uns das jetzt an. Oh, die jetzt hinlatschen. Jetzt müssen die halt über den Matschweg los. Aber hey, September, langsam. Ich muss jetzt gucken, dass die beheizt werden. Ansonsten ist hier Schicht im Schacht. Jetzt hoffentlich gehen die nicht alle in die Feuerwehr rein. Das muss ich mal eben noch prüfen. Oder Polizei oder was hier steht. Ja, da will ich nicht alle drin haben. Da gehen jetzt mal am Anfang nur drei Stück rein. Sonst. Ja, dann sind es schon sechs. Hoffentlich geht da einer ins Heizkraftwerk. So, wo war unser Buschen? Da kommt er. Mit drei Erstarbeitern. Fahr mal rein. Ich will sehen, wo sie hinlaufen. Wir müssen jetzt alle über den Matschweg raus, da kommen sie. Und sie laufen hier lang, das sieht schon mal gut aus. Zwei gehen da rein. Oh, wo läufst du jetzt hin? Hab ich da. Maximale Arbeiter wollte auch nur. Ja, aber wo läufst du denn dann jetzt hin? Was gibt's denn da hinten zu tun?
Arbeiter. Läufst du in die... Nein, daran liegt es. Nein. Ich habe die komplette Zeit was vergessen einzustellen, was ich sonst immer ab dem Systemstart mache. Erlaubte Arbeiter außerhalb der Baubüros. Ja. Dadurch rennen die jetzt natürlich überall auf unsere Baustellen. Also zum Glück habe ich den jetzt verfolgt und mir das angeguckt. Weil jede Baustelle hat jetzt drin, dass da erlaubte Arbeiter außerhalb des Baubüros drin sind. Das heißt, die laufen überall jetzt hin zum Arbeiten. Laufen selbst hier zu dem Weg hier, um den Platz zu trampeln. Das heißt, hier in der Stadt, deswegen stehen unsere Türmchen hier auch schön, weil da unsere Bürger reingehen. Oh Mann. Ach, und ich habe mich gefragt, wieso kriegen wir so wenig Arbeiter? Okay, dann war wieder leider... Aber es ist jemand im Heizkraftwerk reingelaufen. Oder es war vom nächsten Bus, oder ich weiß nicht. Ja, da kommen wieder ein paar kleine. Aber die laufen jetzt halt zu jeder Baustelle hin. Und tun sich hier einfach, wenn sie hier ankommen, die Arbeit suchen. Da müssen wir jetzt aufpassen mit den Bauaufträgen. Also für die Zukunft, jeder neue Auftrag, den ich anlege, da ist es nicht mehr drin. Aber jetzt hier, ja, das wird dann halt schön hochgezogen. Das ist auch gut, wenn man es weiß. Also man kann darüber viel steuern, dass gar keine Busse vom Baubüro fahren müssen. Dass einfach hier irgendwas baut man in der Stadt, ein Monument oder so. Und dann können die Bürger da einfach hinlaufen und das Ding hochziehen. Aber das ist natürlich der GAU, wenn man was macht, wo man explizit sagt, ich habe das Baubüro-Mensch nicht drin. Aber es können hier einfach mal nochmal 50 Arbeiter rein, die halt aus der Stadt hier jetzt rüberlaufen. Irgendwo in der vorherigen Folge hatten wir auch gesehen, irgendwie der läuft da hinten hin und ich habe mich gefragt, was macht der denn? Aber das war jetzt ein Aha-Effekt. Ja, ich musste ganz kurz mal pausieren. Wo muss ich jetzt hier aufpassen, dass die da nicht reinrennen? Können hier ja überall drin versumpfen. Da müssen sie auf jeden Fall raus. Das Ding ist jetzt eh schon fast durch. Dann sollen sie es halt noch fertig bauen. Da steht auch ein Kran dran. Das geht zügig. Ich glaube, in Rohrleitungen oder so gehen die nicht automatisch rein. War doch auch. Wegblatt trampeln. Da ist jetzt keiner reingelatscht. Okay. Es ist hier, da will ich sie auf jeden Fall nicht drin haben. Aber hier, da können sie von mir aus. Da können sie reingehen, da können sie mithelfen, da können sie gucken, dass das hier vorangeht. Im Knast von mir aus auch. Und solange ein bisschen was geheizt wird, jetzt sieht man auch, wie es hier oben ein bisschen rausrußt. Es läuft ja natürlich jetzt nicht auf Volllast. Aber wir können schauen, wie es mit der Temperatur aussieht. Wie sieht die Temperatur aus von unserem Heizwerk? Sieht jetzt, wie so ganz langsam die Temperatur steigt. Also das braucht halt eine Zeit zum Aufheizen und da kann man halt nicht anfangen, wenn schon 0 Grad draußen ist. Und es wird halt dadurch träge mit dem Aufheizen, dass es überall gleichmäßig hochzieht. Deswegen braucht man da eine gewisse Vorlaufzeit. Also als Beispiel. Hier vorne, da haben wir jetzt 43 Grad, aber die Wärme wird gleich geteilt. Dann haben wir hier 42 Grad, ein bisschen kühler. Und ein bisschen kühler wiederum sind dann die Tanks in den Häusern. Aber das läuft jetzt so langsam an. Man sieht, da ist jetzt noch nicht Vollgas dahinter, weil einfach das Personal fehlt. Aber so langsam kommen wir auf Kesseltemperatur. Halleluja. Ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Wieso keine Leute an den Busbahnhof gehen? Und jetzt weiß ich es, die hampeln alle auf der Baustelle rum. So, gibt es hier noch Baustellen, wo die rein sneaken könnten?
Da gerade nicht. Okay. Da hinten, da müsste der Laufweg zu lang sein. Die müssten ja einmal hier außen rum, um da reinzulaufen zur Baustelle. Wird fleißig gebaggert. Ja, jetzt warten da auch ein paar Menschen. Jetzt können wir uns das noch anschauen mit dem mit der Endstation. Also unsere gute Buslinie hier. Die fährt immer schön ihre Runden. Ja, wobei den einen Bus, den behalten wir mal da. Wir sehen, der hat jetzt auch nicht den vollen Tank. Das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Also er tut ausladen. Schieben wir es mal darüber. Und dann fährt er in die Endstation rein. Wenn er denn hier kommt. So, jetzt achten wir mal auf den Tank. Der geht jetzt quasi durchs Reinfahren einmal zapp wieder auf voll. Hat relativ schnell getankt und jetzt fährt er gleich wieder los. Wenn sich jetzt durch Staus oder irgendwas hier Kolonnen bilden und quasi einmal 5 Busse auf einmal kommen und das nächste Mal dann keiner, weil die einfach alle hintereinander herziehen, das reguliert diese Endstation. Die guckt, dass da ein gewisser Linienabstand drin ist. Die schaut sich die Linie an. Man sieht auch in dieser Linie, man hat jetzt nicht die Möglichkeit, dass man hier das regelt, einen Linienabstand, weil es einfach die Endstation automatisch macht. Jetzt kommen wir auf Temperatur. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. 83 Grad, also 90 ist, glaube ich, so das Maximum. Und hier drüben, ja, wir haben es gepackt. Wir erfrieren nicht im Winter. Finde ich wunderbar. Dann können wir langsam anfangen, Geld zu verdienen. Ja. Die Kohle wird verbraucht. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch übrig, ein bisschen hier zu gucken, wie die Baustellen vorangehen. Diesen Weg brauchen wir denn noch? Den wollte ich ja schön machen, aber erst wenn der Weg dran ist. So, da kommen wir auch noch nicht hin. Hier haben wir zwar die hohe Prio. Ich schau mal nochmal, ob die irgendwo hier auf Baustellen abhauen, wenn die reinkommen. Ja, wobei, der ist fertig. Ja, unser hochpriorisierter Müllplatz, der muss auch noch gemacht werden. Sodele, wo sind unsere Buschen? Zeigt mal, wo ihr hinlauft, Jungs. Immer noch über den Matschweg, weil der nicht fertig wird. Ja, aber da könnt ihr doch auch reingehen und dran arbeiten. Das hat hohe Prio. Jungs, baut da das Lämpchen auf. Oh, jetzt wird geheizt hier. Jetzt wird richtig geheizt. Zack, gehen alle rein. 100%. Wir haben Vitamine erforscht. Das ist wunderhübsch. Dann gehen wir mal auf die Viren ein. Wir haben Geologie fertig. Dann brauchen wir die geologische Karte. Dass wir wissen, wo wir hinbauen können. Ich möchte ungern hier jetzt schön die Autobahn planen und dann merken, darunter liegt Uran oder darunter liegt Öl oder sonst irgendwas. Das wäre echt schade. Läuft. Danke, Lenin. Kriege ich den Haupteingang noch? Da unten ist eigentlich der Eingang. Genau hier. Naja. Schon wieder Post. Was ist jetzt fertig? Der Knast ist fertig. Das ist super. Jetzt haben wir einen Schlang hier. Da gehen jetzt natürlich auch Mitarbeiter rein. Am Anfang müssen wir das hier mal runterdrehen wieder. Nicht keine, aber auch nicht mehr als 10. Oder sagen wir mal 5 für den Start. Nicht, dass die nicht mehr ins Heizwerk kommen. Wir brauchen jetzt auch wieder Grundversorgung. Ich hole mir jetzt einfach mal beide Verteilungszentren hierher. Verteilungsbüros.
Die brauchen Essen, Fleisch und Kleidung und alles in kleinen Mengen. Also nehmen wir unseren wunderschönen neuen Knast und sagen, da gehst du bei 10% rein. Bei dem machen wir es auch. So. Ja, und ansonsten müsste halt noch 2 Tage hungern, bis da jetzt jemand kommt. Der Knast ist versorgt. Schauen wir mal. Ah, da geht es auch schon mal zum Arbeiten. Oh, wir haben schon 4 Häftlinge. Alter Lotti, und die müssen jetzt alle hungern. Also der war ja jetzt... Also hätten wir jetzt nicht direkt pausiert und hier die Karren reingeschickt, dann wären uns die Jungs verhungert. Und es sind halt auch massive Arbeitskräfte, die uns zuverlässig über die Jahre der Haftzeit schön unterstützen beim Aufbau unserer Republik. Das Essen kommt, es kommt, es kommt, es. Essen kommt, Fleisch kommt und die Kleidung. Wie sieht's mit der aus? Kommt da auch noch einer? Habe ich die Kleidung vergessen? Was macht das Gefängnis? Nee, Kleidung steht dran. Ach, jetzt, wenn ich gucke? Im Ernst? Ich muss erst dir zugucken, dass du losfährst? So war das nicht abgemacht. Du hättest schon vor ein paar, keine Ahnung, vor einer Minute losfahren können. Immer muss man hinterher sein. Sonst machen die einfach nichts. Naja, dann haben sie jetzt zum Anziehen jetzt. Hoffentlich kommt hier irgendwo mal jetzt die Kleidung und so rein. Immerhin haben sie was zu trinken. Wasserhahn ist da. Jetzt sind sie alle auf dem Weg. Ja, der kommt gerade erst hier raus und der hier. Ah, da steht ja sogar was drauf. Vielleicht ist es Budapest. Was gibt's denn da noch? Einfach mal umlackiert bei der Fahrt. Nö, kann ruhig Budapest dran stehen oder was das ist. Machen wir schön vorbei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich auch drüber, wenn ihr ein Like da lasst. Oder wenn ihr Vorschläge habt, was wir machen sollen. Gerne her damit. Und in der nächsten Folge gehen wir auf unseren wunderbaren, schönen Knast hier näher ein. Ich wünsche euch was. Bis dann.